Moin Moin und hallo zusammen. Heute unterwegs in der Region St. Georgen-Willingen im Schwarzwald. Und wir befinden uns gerade auf dem Weg noch tiefer in den Schwarzwald hinein. Ich habe ein Wanderheim als Routenziel eingetragen. Aber mal schauen, ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das schaffen, in diesem Block da anzukommen. Oder ob wir vielleicht einen Zweiteiler machen oder so. Gucken wir mal. Ja, heute gibt es eine Geschichte aus der Bahn. Ja, der Herr Mesodix ist Bahn gefahren. Und das ist ja einigermaßen beliebt, könnte man fast sagen, in der deutschen Bevölkerung. Ein wenig auf die Bahn einzudreschen. Und genau so eine Geschichte habe ich jetzt auch. Und am Ende werde ich dann aber berichten, warum die Geschichte eigentlich mit der Bahn rein gar nichts zu tun hat. Ja, hier haben wir schon Bahnübergang. Uppala, hätte ich vielleicht ein bisschen langsamer drüber fahren sollen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bin halt am Wochenende öfter mal in Stuttgart. So zum Einkaufen, Essen gehen, Baustelle gucken. Ne? Und geografisch, so auf der Deutschlandkarte, habt ihr im Süden Tübingen, ja, wo ich stationiert bin, und im Norden Stuttgart. Und dazwischen den Schönbuch. Das ist ein Waldgebiet. Und wenn man jetzt von Tübingen nach Stuttgart möchte, kann man entweder westlich rumfahren oder östlich rumfahren. Westlich muss man zunächst mit einem Bummelzug fahren. Ich glaube, das ist so ein Schienenbus, sagt man auch. Also quasi so das Langsamste, was man sich nur vorstellen kann. Hält auch wirklich an jeder Milchkanne. Da muss er erst diesen Schienenbus nehmen und danach geht es dann weiter mit der S-Bahn direkt nach Stuttgart rein. Ohne Horde von Radfahrern. Sind wir mal gespannt, wie wir daran vorbeikommen. So natürlich gar nicht. Das kann dauern. Ja, schon wieder die Bahnlinie. Diesmal fahren wir auch langsamer. Allerdings mehr notgedrungen, weil an den Radfahrern sind wir immer noch nicht vorbei. Jetzt vielleicht. Machen wir es einfach mal so. Ja, wenn man jetzt statt westlich eben mit Bummelbahn und S-Bahn fährt, kann man auch östlich rumfahren. Da fährt entweder so regionalbahnmäßig was. Oh, er lässt mich vorbei. Das ist aber nett. Dankeschön. Wo geht's hier lang? Aha. Ist ja schön, dass ich über die Bahn erzähle und passend dazu haben wir hier noch eine Bahnlinie. Hatte ich gar nicht so geplant. Passt aber ganz gut. Ja, also östlich rum hat es eine Regionalbahn, also sprich wieder hält überall. Oder ab und an fährt auch ein Interregio, der hält dann nur einmal. Mit dem Auto von Tübingen nach Stuttgart, von Tür zu Tür, brauche ich, ich sag mal so gut 35 Minuten. Geht alles sehr komfortabel, bin dann in Stuttgart direkt mitten in der Stadt und da ich so einen Vertrag abgeschlossen habe zwischen einem Parkhausbetreiber und mir, muss ich da noch nicht mal
umständlich bezahlen, sondern ja, da hat es halt so Nummernschilderkennung und sowas. Ne? Du fährst halt ins Parkhaus einfach rein und einfach raus und dann wird halt, je nachdem, wie lange man da geparkt hat, die Kohle vom Konto abgebucht. Alles sehr bequem, 35 plus Minuten. Ja, mit der Bahn braucht man, naja, also mit diesen Regionalzügen Stunde, 10 Minuten, roundabout. Ist auch egal, ob man westlich oder östlich rumfährt. Und mit dem Interregio braucht man dann allerdings nur 45 Minuten, sofern keine weiteren Probleme auftreten. Okay. Vorletztes Wochenende wollte ich also mal wieder nach Stuttgart rein. Ich hatte Zeit, Langeweile, Samstag, hab mir gedacht, okay, nimmst du mal die Bahn. Mache ich ab und an, ist nicht so langweilig, als immer mit dem Auto zu fahren. Ich also mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Vor dem Bahnhof erstmal Ticket kaufen. Also DB Navigator und ich weiß, ich brauche für diese Strecke so ein sogenanntes BW Hin- und Zurück-Ticket. Das ist eine Spezialität dieses Verkehrsverbundes hier. Kostet, glaube ich, 20, 21 Euro und dann kann ich halt an dem Tag von Stuttgart nach Tübingen und wieder zurück einem beliebigen Zug. Also ich habe da keine Zugbindung. Zusätzlich kann man dann den ÖPNV noch verwenden. Nicht beliebig oft, sondern nur um zu seinem Ziel zu kommen. Aber das hat ja keiner überprüfen. Ja, also letztendlich kannst du dann eben auch in Stuttgart mit der U-Bahn ein bisschen rumfahren. Hoffe ich zumindest. Hat noch keiner kontrolliert. Also DB Navigator, da geht das Problem schon los. Ja, Problem Nummer 1. Es kommen noch einige. Schon wieder über die Bahnlinie hier. Man muss nämlich, um dieses Ticket zu kaufen, sich in der App eine konkrete Hin- und Rückverbindung raussuchen. Das macht aber nicht so viel Sinn, weil, wie gesagt, das Ticket keine Zugbindung hat. Sprich, ich muss mir dann irgendeine Verbindung raussuchen, die ich gar nicht fahren will. Könnte man sagen, ja, stört ja nicht weiter, aber die Verbindung habe ich dann natürlich dann eben in der App drin mit allen Notifications zu Verspätungen und was weiß ich was alles, ja. Bisschen blöd gemacht, wie ich finde. Verbesserungsvorschlag wäre, einfach meine Handy-Tracking-Daten verwenden, dass ich gar kein Ticket mehr kaufen muss, ja. Ich meine, Google weiß sowieso auf den halben Meter genau, wo ich gerade bin und was ich gerade mache. Und man könnte doch einfach anhand des Handy-Trackings, ja, oder über so ein NFC, Bluetooth, Beacon, Tagging, weiß der Geier was, könnte man doch feststellen, wo ich mich befinde und welches Verkehrsmittel ich gerade verwende. Und dann bucht man auch die Kohle einfach hinterher ungefragt vom Konto ab. So hätte ich das gerne, bitte. Ja, ja, gibt es aber nicht. Zumindest nicht auf diesen Verbindungen in funktionierender Form. Also, ich das Ticket gekauft, so weit, so gut, dann auf den Bahnsteig. Ich gucke, welchen Zug nimmst du denn mal? Ja, stellt sich raus, Problem Nummer 2. Die Verbindung mit dem Schienenbus, wenn man westlich fährt, die findet nicht statt. Stattdessen Schienenersatzverkehr. Ja, was gibt es Schöneres? Das möchte natürlich kein Mensch. Ja? Also der Bus braucht ja noch länger als der Zug und außerdem ist Busfahren mega uncool. Ja? Ich will halt Bahn fahren und nicht Bus fahren. Also, nee, das geht nicht.
Und noch schlimmer, nach dem Schienenbus wäre eine S-Bahn gekommen. Und die S-Bahn, die wäre aber auch nicht vollständig nutzbar gewesen. Weil dort hat es also unterwegs einen Abschnitt, wo es dann auch Schienenersatzverkehr hat. Also mit anderen Worten, sämtliche Verbindungen, die halt diese westliche Strecke nehmen, waren de facto nicht wirklich praktikabel nutzbar. Und entsprechend haben das die Leute auch nicht genutzt. Das heißt, alle Verbindungen, die östlich rumgehen, hatten jetzt schon mal mit der doppelten Personenanzahl zu kämpfen. Na gut, ich gucke nach, wann fährt denn der nächste Interregio? Sieh an, ja gar nicht. Also aus irgendwelchen Gründen an dem Tag gab es gar keine Interregio-Verbindung. Ja, das heißt, erstens, statt 45 Minuten brauche ich über eine Stunde. Und zweitens, die Leute, die jetzt den Interregio genommen hätten, die quetschen sich jetzt natürlich auch in die verbleibenden Regionalbahnverbindungen rein. Das heißt, die Regionalbahnverbindungen waren jetzt erstens mal, also die Regionalzüge waren schon doppelt so voll, weil halt diese westliche Verbindung weg war. Dann nochmal so viel, also viermal so voll, weil halt die Interregios weggefallen sind. Und ja, dann kam halt die Regionalbahn und siehe an, die hatte ein Wagen gespannt weniger dran als sonst. Das heißt, die verbleibenden Züge waren auch nur halb so lang. Das heißt, dieser Zug, der da war, der war schon mal achtfach so stark ausgelastet, wie eigentlich üblich. Was ich bislang noch nicht berichtet habe, was sich auf dem Bahnsteig abgespielt hat. Ja, der Bahnsteig war nämlich ziemlich voll. Und zwar, das wusste ich vorher auch nicht, habe ich dann aber anhand des Erscheinungsbildes der dort Wartenden ableiten können. Ganz offensichtlich hatte es an dem Tag ein Fußballspiel in in Stuttgart. Und zwar Stuttgart gegen Barcelona. Oh. Das heißt, der halbe Bahnsteig war schon mal voll mit diesen angenehmen Fußballfans. Also ihr kennt das. Eine Gruppen von besoffenen, gröhlenden Männern, die halt mit Kiste Bier in der Hand sich schon mal offenbar in die richtige geistige Stimmung versetzen, um so ein Fußballspiel zu ertragen. Also ja, genau die Leute, die man halt im Zug nicht haben will. Aufdringlich, rumgrölt, stinkend, gerne mal das halbe Abteil vollkotzend. Super, ja, also das war schon mal top, ja. Ja, ich habe gesagt, der halbe Bahnsteig war voll von denen. Die andere Hälfte war nämlich voll von einer anderen Personengruppe. Und zwar war an dem Tag, wie ich dann auch anhand der wartenden Person ableiten konnte, ganz offensichtlich Christopher Street Day. Das heißt, die Leute wollten halt auch alle dahin, ja. Das heißt, es waren schon mal zwei Personengruppen zusätzlich da, die normalerweise nicht mit der Bahn gefahren wären. Das heißt, dieser Zug war nicht achtfach belegt, sondern 16, 32-fach, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Naja, ich hatte das Ticket ja schon gekauft und dankenswerterweise ist es mir auch gelungen, einen Sitzplatz zu ergattern. Der Zug war dann entsprechend voll, also
Leute standen halt alle durchgängig im Gang. Und ja, immerhin, glücklicherweise, war es so, dass sich die Besucher des Christopher Street Days etwas intelligenter angestellt haben als diese besoffenen Fußball-Heinis. So dass die es noch geschafft haben, sich in den Zug reinzudrängeln, während diese besoffenen Männergruppen nicht mehr reingekommen sind, weil der Zug dann einfach voll war. Wo sind wir eigentlich? Donau-Esching links, Furtwang rechts. Ja, wie gesagt, links. Fahren wir nach links. Naja. Und das war eben so jetzt ein Regionalzug. Wie gesagt, hält an jeder Milchkanne. Mülltonne wollte ich gerade schon sagen. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Dankenswerterweise waren zwei, ein Schaffner und eine Schaffnerin. Ah ne, ist ja verboten heute. Sprachpolizei, darf man nicht mehr sagen. Zwei Zugbegleiter waren mit im Zug, die da ihr Bestes gegeben haben und sich redlich bemüht haben, für Ordnung zu halten. Und das war nicht gar nicht so negativ, also das war zwar nur mäßig erfolgreich, aber das Bemühen war durchaus ernsthaft vorhanden. Insbesondere sind die dann an jedem Bahnsteig direkt ausgestiegen, ja, und haben den dort wartenden Leuten, das wurden natürlich, also die anderen Bahnsteige waren natürlich auch entsprechend voll mit Fußballfans und CSD-Besuchern, und haben denen da klar gemacht, sorry, aber ihr kommt hier nicht mehr mit, weil der Zug ist schon voll. Und es war wirklich pickepacke voll, also Corona-Abstand nicht wirklich. Ja, Mann. Ja, bei Rückfahrt war es natürlich genauso, ist klar, ja. Mit dem Unterschied, dass ich keinen Sitzplatz mehr bekommen habe, sondern stehen musste. Ja, super. Ja, das war also mal eine schöne Bahngeschichte. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute haben sich lautstark beschwert. Natürlich die Leute auf dem Bahnsteig, die nicht mehr mitkommen konnten. Natürlich insbesondere die Leute, die jetzt da meinen, noch mit 5 Fahrrädern in den Zug rein zu wollen. Und es gab auch eine entsprechend Gejammerer im Zug und auf Twitter, das konnte man dann so ein bisschen sehen. Und es ging halt los wie üblich, ne? Scheiß Bahn, funktioniert mal wieder gar nichts. Kann man doch wissen, dass hier Fußball ist. Warum hängen sie denn nicht einfach einen anderen Wagen dran? Warum funktioniert die andere Verbindung nicht? Und so weiter und so fort. Ja. Oh, Linachtalsperre, da war ich ja noch nie. Jetzt wird es aber interessant. Anlieger frei für LKWs. Stadt Föhrenbach. Linach. Okay. Da bin ich mal gespannt. Das ist das erste Zwischenziel. wir müssen hier auf jeden Fall wieder zurück, würde ich mal vermuten. Weil, sagen wir mal, breiter wird die Straße hier nicht mehr werden. Und solche Experimente mache ich ja gerne mal hier. Und beim letzten Experiment bin ich dann einfach weitergefahren. Und das hat nicht gut geendet. Ja? Da hat es dann auf einmal nur noch Waldweg gehabt und so. Und aber gucken wir mal. Ja, da müsste es am Ende an dieser Talsperre oder an dem Stausee eigentlich so eine kleine Einkehrmöglichkeit haben. Nicht, dass ich da würde halten wollen, aber zeigt zumindest, dass man hier langfahren darf. Ja, wie gesagt, die Leute haben sich auf jeden Fall lautstark über die Bahn beschwert und man sah auf Twitter dann auch, dass wirklich dann der Support-Kanal der Bahn dann angetwittert wurde und so weiter. Ja. Oh, guck mal, da links. Da ist auch sowas Staumauer-ähnliches. Ach was.
ist ja ein Ding. Wieso war ich denn hier vorher noch nie? Das ist jetzt aber interessant. Ach. Das ist ja wirklich ein Ding hier. Okay. Ah, hier stehen auch schon so ein paar Ausflügler. Och. Oh. Oh. Hoho. Ja, was ist das denn? Das ist ja Ding. Jetzt lebe ich hier schon fast 20 Jahre in Baden-Württemberg. Und diese Lokation hier war mir unbekannt. Das gibt's ja gar nicht. Wie kann denn sowas passieren? Ja, das ist ja. Ist ja ganz wunderbar hier. Das ist ja schick. Ganz lauschig gelegen. Kann man schön gemütlich hier an der Seite dran vorbeifahren. Das heißt super. Oh, und ich habe gesagt, wir müssen gleich wieder umdrehen. Stimmt gar nicht. Laut Navi können wir sogar noch weiterfahren. Richtung, nach Richtung Furtwangen. Ja dann, ach guck mal hier. Ja herrlich. Ach. Guck mal. Das hatte ich jetzt aber, das ist ja eine nette Überraschung. Oh, Polizei auf den nächsten 3 Kilometern. Müssen wir vorsichtig fahren. Och, hier mit dem schönen Flusslauf. Boah. Sehr schön. Och, rechts hier mit dem Fels wieder so ein bisschen. Ach, Sonne im Rücken. Ist ja hier. Besser kann es ja gar nicht gehen. Ja, besser kann es aber offenbar laut der Meinung der Mitfahrenden mit der Bahn gehen. Zumindest an dem einen Tag. Ja, und ich muss sagen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, da muss ich doch ein bisschen klugscheißen. Denn an dem ganzen Galama, da kann halt die Bahn tatsächlich gar nichts dafür. Ja? Also das, die einzige Beteiligung der Bahn an dieser ganzen Situation war, glaube ich, von der DB Netz. Und aber die Strecke ist eigentlich in ganz gutem Zustand an der Stelle. Der Interregio, der nicht fuhr, der wird betrieben von Go Ahead, nicht von der Bahn. Und die verbleibenden total überlasteten Regionalzüge, die werden betrieben von Abellio, auch nicht von der Bahn. Abellio übrigens kurz vor oder vielleicht sogar im Insolvenzverfahren, weiß ich nicht genau, gab auf jeden Fall schon in den letzten Wochen hastige Gespräche mit der Landesregierung, weil bei Insolvenz halt gar kein Zugverkehr mehr. Diese ganzen Strecken sind kürzlich neu ausgeschrieben worden und Go Ahead und Abellio haben da eben gewonnen. Jetzt eben zumindest Abellio von der Insolvenz bedroht. Ja, wie das halt so ist bei Ausschreibung. Der billigste Anbieter gewinnt. Deswegen passiert es eben häufig, dass bei öffentlichen Ausschreibungen, ist bei Großbaustellen auch so, dass da ganz gerne mal das Bauunternehmen oder hier das Bahnunternehmen dann pleite geht. Vielleicht sollte man da die Ausschreibungsverfahren mal überdenken. Es gibt auch Länder, da gewinnt nicht der mit dem niedrigsten Preis, sondern mit dem zweitniedrigsten Preis. Aber egal. Also auf jeden Fall für den Betrieb dieser Strecken war schon mal nicht die Bahn zuständig, sondern Go Ahead oder halt Abellio. Und
dann heißt es immer, ja, warum fahren sie denn da nicht mit mehr Zügen oder machen einfach noch einen Wagen dran? Naja, das kostet halt alles. Und in welcher Art und Weise, mit welchen Zügen, wie häufig da gefahren wird, bestimmen gar nicht die Bahnunternehmen im Regionalverkehr, sondern das bestimmt das Bundesland. Das heißt, der ganze Unmut der Reisenden hätte sich korrekterweise richten müssen gegen das Landesverkehrsministerium unter Leitung von Winfried Herrmann, mein Lieblingsverkehrsminister. ich hoffe, ich habe das jetzt nicht alles total falsch, wenn ich hier schon so klug scheiße, aber ich finde schon, dass man da so ein bisschen gesehen hat, dass die Leute vielleicht erstmal ein bisschen nachdenken sollten, anstatt einfach nur reflexhaft zu sagen, Bahn, wieder mal alles scheiße. Och, guck mal hier, auf der schönen Kurve. Och, das ist ja hier, das ist ja fantastisch. Hier war ich tatsächlich doch nie. Das gibt es ja gar nicht. Und das ist gar nicht so weit weg von mir. Och. Und mit Radfahrer, natürlich. Naja, von daher war es mal so ein typisches Bahnvideo, was mit der Bahn nichts zu tun hat. Und ich habe übrigens schon mal ein Video über die Bahn gemacht. Denn der Begriff Bahn ist ja, muss man vielleicht zur Ehrenrettung der Mitfahrenden sagen, dann doch etwas doppeldeutig. Ja? So ähnlich wie die Tempotaschentücher. Ja? Kann man ja auch so als übergeordneten Begriff verwenden. Und da habe ich aber schon mal ein Video über das Systembahn gemacht. Verlinke ich wirklich in den Endcards. Boah, jetzt ist das Tal hier aber zu Ende. Es wird deutlich weniger. Aber auch hier traumhaft, oder? Ist im Winter bestimmt auch ganz nett, wenn da Schnee liegt. Tag. Hier können wir noch einen Blick in das andere Tal werfen. Also das hat sich ja schon mal gelohnt. Ja? Sehr schön. Also das hatte ich nicht geplant für heute. Umso schöner, wenn man auch mal solche Strecken hier findet. Na gut, also ich habe noch ein paar weitere schmale Schleschen und Zwischenziele hier im Navi. Da fahren wir jetzt weiter hin. Das seht ihr dann im nächsten Video. Da geht es dann allerdings nicht mehr um die Bahn. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi.